Herzlich willkommen heute vom Kompostplatz vom Dottenfelder Hof. Wir haben ja eine kleine Weinreise gemacht durch die Pfalz und waren noch in Mainz familiär zu Besuch. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt sind wir schon so weit, jetzt fahren wir noch 60 Kilometer nach Bad Vilbel und gehen auf den Dottenfelder Hof. Und da sind wir, der Dottenfelder Hof ist da im Hintergrund, ein großes, altes, ehrwürdiges Hofgelände mit über 100 Leuten, die da arbeiten. Und jetzt sind wir gerade mal einen Hügel hochgelaufen, um mal so einen Überblick über das gesamte Areal zu bekommen. Und hinterm Hügel, was finden wir da? Den Kompostplatz. Und ihr seht schon, wie ich grinsen muss. Das ist das schwarze Gold. Ja, ohne das keine lebendige Landwirtschaft, keine erträgliche Landwirtschaft. Ja, wenn man immer nur Kunstdünger auf den Boden schmeißt und rausholt, dann ist der Boden irgendwann Wüste. Wenn man das macht, dann baut man auf. Wir sind gerade über die Weide gelaufen. Wenn ihr gesehen hättet, wie da der Boden mit Wurm, wie der Wurmbesatz auf so einem Boden ist, also da kann man nur von Lebendigkeit sprechen. Das ist einfach toll. Und wenn ich dann sehe, wie viel Kompost die hier machen, klar, mit einer entsprechenden Menge Rinder, aber man kann aus vielem Kompost machen, aus allem Lebendigen, das man dann eben wieder zurückbringt. Und wenn ich diesen Kompostplatz sehe, dann das freut mich. Das ist schön. Ich wünsche euch viel Spaß. Viele Grüße hier vom Dottenfelder Hof. Euer Ronald Linder vom Winsdorf Linder. Ciao. Kauft unsere Weine, kauft unsere Weine, kauft unsere Weine, kauft unsere Weine.